Frauen seien viel besser wie Männer, Frauen stehen über Männern. An solche Aussagen denken viele, wenn es ums Thema Feminismus geht. Du denkst dir wahrscheinlich, endlich sprechen zwei junge Mädels über Feminismus. Oder du denkst dir, was reden die überhaupt von Blödsinn? Die Meinungen über Feminismus seien eben gespalten. Es gibt die Hyperfeministinnen und Feministen und es gibt genau die Anti-Feministinnen und Feministen. Mhm. Und genau um das Thema geht's heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Anna und Nathalie. Wir zeigen euch die Welt aus unserer Perspektive. Be prepared for the girl's perspective. Woo. Wunderschön, heute geht's um Frauen. Wer liebt sie nicht? Wir alle kennen eine Frau, die wir lieben. Ja, auf jeden Egal, ob es die Oma, die Mama, die Freundin, die beste Freundin. Oder du selbst bist. Genau, ja. Und Selbstliebe kann man nur reden. Voll. Also wer es nicht mitkriegt hat, heute geht es um Feminismus. Ja. Und es geht auch um, woher kommt Feminismus und was macht eigentlich eine Frau aus? Was sind die Schwierigkeiten einer Frau? Mhm. Was kann oft besser sein als Frau? Und was dürfen Frauen heute noch nicht, was uns schockiert? Ja, voll. Also einfach einmal so gesagt, die Definition von Feminismus. Also es geht um Gleichstellung aller Menschen einfach. Gegen Sexismus, gegen Diskriminierung von Frauen. Leicht erklärt. Genau. Und das will natürlich jeder haben, nicht? Eben, also die Beyoncé sagt ja auch, eine Feministin ist einfach nur ein Mensch, der für Gleichberechtigung ist. Egal, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Ja, genau. Und im Grunde wird das natürlich immer mit so richtig radikale, vor allem im Internet und in den Medien, mit so richtig radikale Bilder ausgezeichnet oder gezeigt. Ausgestrahlt. Das ist, glaube ich, genau das Problem. Weil wenn man so an Feminismus denkt, denkt man immer zuerst, kommt mir halt vor, boah, ja, die Feministen, die müssen immer so übertreiben und mit ihren Demos und so, ja. Obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Ganz genau. Ja. Und ich finde, die ersten paar Sachen, die am einfallen sind, Achselhaare, rasierte Haare vielleicht und ein extremes Auftreten, egal in welche Richtung das geht. Ja. Und ich will auch sagen, so anormalere Mädels oder Buben, Männer können auch Feministen sein. Auf jeden Fall. Können auch Feministen sein. Man muss nicht extrem ausschauen. Nein, nur überhaupt nicht. Weil man, das sind halt diese Stigmata, die wir uns irgendwie geben haben als Gesellschaft, dass man, wenn man eine Feministin sein will, wie eine Feministin ausschauen muss. Nein, überhaupt nicht. Aber das ist kompletter Blödsinn. Genau. Ja. Mir kommt oft mal vor, dass das so ein Trend worden ist. Gleich wie so Klimastreiks oder so. Ja. Klar, wichtiges Thema, gar keine Frage. Ja. Aber oft mal kommt mir vor, das machen Leute leih, um so Aufmerksamkeit zu kriegen oder so. Und sie stehen eigentlich gar nicht hundertprozentig dahinter. Ich finde das voll. Und dann reden sie voll am Blödsinn daher, was eigentlich gerade in dem Moment überhaupt nicht zu dem Thema passt oder so, was will man? Ja, ich finde, also das mit Blödsinn kann ich nicht so reden, ob das stimmt, weil ich mich damit nicht so wirklich befasse. Also mit den Argumenten, die, keine Ahnung, Klimakleber jetzt, mit was die argumentieren, mit dem habe ich mich noch nicht befasst, aber ich verstehe, dass das Klima ein wichtiges Thema ist. Aber was ich schon finde oder was ich so witzig finde oft, so Freundesgruppen, wenn man jetzt in eine neue Freundesgruppe zum Beispiel reinkommt und da irgendwie dazukehren will, zum Beispiel, keine Ahnung, ist es eine Skatergruppe oder so eine Surfergruppe? Ja. Es gibt so Gruppierungen, vor allem unter Jugendlichen. Mhm. Und mir kommt dann oft vor, dann eignet man sich das an, was man glaubt, was zu der Gruppierung irgendwie passt. Und dann ist das halt in einem Hobby oder in einem Bereich Klimaaktivismus und im anderen Bereich Feminismus. Aber zum Beispiel so Themen wie Klima und Feminismus sollten nicht nur Skater und Hippies interessieren. Das sollte kein Hobby sein. Sondern es sollte eine Angelegenheit für alle sein. Ja. Das sollte für einen Banker eine Angelegenheit sein. Total. Das sollte für einen Bettler eine Angelegenheit sein. Das sollte für einen Student eine Angelegenheit sein. Das sollte weiß nicht. Ja. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nein, wenn man versteht, um was es geht. Ja,
Genau. Nachher nimmt man das auch nicht auf die leichte Schulter. Eben, ja. Genau. Und es ist halt einmal grundsätzlich die Frau. Die Frau ist ein sehr eigenes Wesen. Die Frau ist ein sehr emotionales Wesen. Und es gibt dann so Sprichwörter, Frauen können nicht Auto fahren, Frauen können das nicht, Frauen können das nicht. Und Frauen kennen alles. Es gibt halt Frauen, die was besser kennen und was schlechter. Und so gibt es auch Männer, die was besser und was schlechter kennen. Ja, so ist es. Bin mir sicher, es gibt einen Mann, der sehr gut stricken kann und dafür nicht Auto fahren kann. Und es gibt sicher eine Frau, die besser Auto fahren wie stricken kann. Genau, das sollte ja heutzutage eigentlich gar kein Thema mehr sein, oder? Genau, und allein, dass sie das erwähnen, stricken und Auto fahren. Warum assoziiert man stricken mit Frau und Autofahren mit Mann? Ja, überhaupt keinen Plan. Also, Wer hat das irgendwer gesagt, dass das jetzt Gesetz so ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir uns selber da reingerückt, irgendwie. Höchstwahrscheinlich. Oder ja, es gibt dann wahrscheinlich wieder Leute, die sagen, das Patriarchat hat uns da reingezwängt. Ja. Ich bin mir sicher, dass teilweise so systemische Sachen uns geformt haben. Mhm. Das ist meine Theorie. Ich bin keine Ahnung, was man ist, wenn man sich da voll auf dem Gebiet auskennt. Ja. Aber wie nennt man das? Keine Ahnung. Du, es ist zu spät, über sowas nachzudenken. Ja, ich weiß es echt nicht. Das ist auch zu dunkel. Ich habe keine wissenschaftliche Order gerade in mir. Nein. Aber auf jeden Fall glaube ich halt, dass das uns natürlich beeinflusst hat, dieses Stigma da. Und ich glaube auch, dass es ist ja oft so, dass viele Menschen das Gleiche tun. Mhm. Nicht? Und vielleicht hat man halt gesagt, ja, die Mehrheit von den Männern haben jetzt halt, weiß ich nicht, Autos gern. Mhm. So, wenn man das Beispiel von vorher hernehmen. Und Frauen halt lieber stricken. Ja. Und das ist vielleicht 0,1% mehr gewesen oder so. Und dann sagt man schon, ja, dann ist das jetzt an die Norm. Ja. Einfach. Stimmt. Weil es halt die Mehrheit ist. Ja. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Ich meine, darf ich da ein kurzes Beispiel sagen, was ich voll interessant finde? Ich habe das vor ein paar Wochen irgendwo gelesen. Mhm. Das weißt du, warum Kinder Spielzeug haben? Laut einer Quelle im Internet. Ich habe keinen Plan, wo ich hätte. Ja. Ich habe es ist mir like, gerade ins Hirn geschossen. Ja, nein, erzähl. Warum Kinder Spielzeug haben? Ja. Und vor allem Buben, so Baublöcke und so Autos. Aha. Und Mädels Barbies. Ja. Wegen der Industrialisierung. Weil alle Eltern plötzlich, also normal war es so, dass ganz, ganz vor der Industrialisierung hat es natürlich nur ganz kleine Betriebe gegeben. Das heißt, damals hat man ja so riesige verschnörkelte Häuser und Türen gemacht, die voll speziell waren. Mhm. Und jetzt, was sehen wir? Die Häuser sind sehr modern, sehr schlicht, fast jedes schaut gleich aus. Mhm. Und das, so war es ja ganz früher nicht. Ja. Und damals hat man halt das Kind zur Arbeit mitgenommen. Das heißt, dort hat es halt mit dem Werkzeug gespielt, hat zugeschaut. Ah, ja, und mit der Industrialisierung sind dann alle arbeiten gegangen und die Kinder haben eine Beschäftigung gebraucht und dadurch ist Spielzeug ins Leben der Kinder gekommen. Witzig, ja, interessant, habe ich auch nicht gewusst. Ja, weil ich weiß nicht, weil man denkt sich ja auch so, wie kommt man drauf, einem Bub ein Auto zu geben und einem Mädel eben ein Barbie und genau das war es dann. Ein Bub kriegt Klötze, damit es später schon in die Richtung gepresst wird. Ja. Und das will ich auch sagen, es ist nicht einfach, ein Mann zu sein. Das nein, will ich auch sagen. Nicht. Nein, das hat da keiner gesagt. Nein, vor allem als Feministin ist es wichtig, wer wirklich Feministin ist, weiß auch, dass es Männer auch nicht leicht haben. So. Voll. Und Feminismus ist auch für Männer, das ist nicht nur für Frauen, nur weil Femme eben im Wort steht und das Frau heißt, das heißt überhaupt nichts. Weil Männer dürfen ihre Gefühle zeigen, sie dürfen weinen, sie dürfen Gewalt erleben. Also, weißt du, wie man, auch wenn sie einmal Gewalt erleben, ist es nicht jetzt, oh mein Gott, jetzt ist ein Mann was passiert, ist eh nicht so schlimm oder so. Weißt du, wie man? Ja, voll.
das ist auch wichtig ja, zu wissen, eben. Dass das eben auf dem Gleichberechtigungsding Aber genau um das bleibt. Geht's ja. Das heißt, wenn eine Frau weint, sagt man, sei nicht so eine Frau und weine nicht, sondern support sie und wein oder ja, ja. hilf oder ja. streichel sie oder was auch immer. Aber genau das Gleiche bei Männern. Sag mhm. nicht zu einem Mann, du bist ein Mann, du darfst nicht weinen. Ja, Schwachsinn. Schwachsinn. Ja, wirklich so. Und mir kommt vor, so viele Männer ist das nicht nur halbwegs verwurzelt, sondern so tief verwurzelt, voll, ja, dass sie nicht einmal weinen. Ja. Nie. Die unterdrücken das nachher ja. voll, gell? Weil das ist ja nicht männlich. Ja. So. Ja. Ich bin stark. Ja, kann Schwäche zeigen. Doof. Ja, das ja. ist richtig. Aber ich finde, ich kann das auch, als starke Frau nimmt man ja oft einmal so maskuline Züge an. Mhm. Stimmst du dazu, oder? Ja, ich stimme zu. Und du hast ja auch irgendwann einmal gesagt, du schämst dich, wenn du jetzt zu viele Gefühle zeigst oder so mhm. Emotionen mhm. zeigst. Ich finde, das sieht man dann auch wieder, es gibt halt von allem es extrem und wenn man aufgezogen worden ist, eine starke Frau zu sein in der ja. Gesellschaft. Ja, auf das kommt sicher auch an, wie du aufgezogen worden ja. bist. Weil dann schämt man sich vielleicht als Frau zu weinen. Voll, ja, klar. Und dann merkt man auch... Es ist ja alles, im Endeffekt ist ja alles irgendwie nun wieder gleich. Ja. Eben im Extrem ist alles scheiße. Ja. Egal, wenn du zu wenig Emotionen zeigst, ist scheiße. Und wenn du zu viel für alles Emotionen zeigst, ist auch nicht so super. Nein, zumindest nicht in die meisten Situationen. Nein. Ja. Aber wie stehst du zu Feminismus? Würdest du dir als aktive, krasse Feministin... Also für mich ist eine aktive Feministin jemand, der sofort aufspringt, wenn mhm. eine Diskussion mhm. auffällt über Frauen. Das Ding ist, es ist irgendwie traurig, aber ich habe irgendwie eingesehen, dass ich nicht jeden zwingen will, meine Meinung einzusehen. Ja, das ist, glaube ich, für mehrere Leute schwierig, sowas. Ja. Weil... Wenn man stur ist oder so. Ja, meine Meinung ist richtig und die anderen. Ich bin voll stur. Ja, aber aber ich weiß, das bringt nichts mit gewissen Leuten einfach. Nein, da machst du dich selber hin, mhm. da machst du den anderen hin. Plötzlich entsteht ein Hass wegen nichts. So. Ja. Aber das Ding ist, ich bin eine Feministin, aber ich bin keine aktive Feministin. Ja. Ich würde jetzt nicht. Wo komplett einschreiten. Ich würde einschreiten, wenn jetzt jemand wirklich persönlich voll angegriffen genau, wird. Genau, ja. Dann würde ich einschreiten, auf jeden Fall. Aber wenn jetzt jemand sagt, die scheiß Feministinnen, dann weiß ich, dass das nur Gelaber ja, ist. Genau, und so das ist. Bringt mir ja nichts. Was bringt mir das? Na. Bist du Feministin? Bist du aktive Feministin? Nein, ich würde mich jetzt genauso bezeichnen, wie du gerade das erklärt hast. Ja. Also wenn irgendwie eine Situation war oder so, wo es richtig drastisch gegen Frauen war oder so, ja. dann würde ich vielleicht schon meinen Senf dazugeben. Ja. Aber jetzt, wenn die Situation nicht richtig irgendwas Gewalttätiges ist oder keine Ahnung, dann... Das bringt auch nichts. Nein. Weil im Endeffekt vielleicht gefährdest du die dadurch, nur weil du jetzt eine Diskussion mit jemandem angefangen hast. Ja, so ist es. Das gar nichts bringt. Ja. Mir ist es lieber, ich diskutiere mit jemandem, der jetzt nicht ganz so überzeugt ist, aber der ein bisschen da schon neutral ist. Und dann mache ich es gern, dass ich halt rede und sage, schau dir das nochmal an. Genau. Ja. Halleluja. Also, tun wir vielleicht einmal ein paar Sachen auflisten, was vielleicht unterschiedlich sein kann zwischen Männern und Frauen. Ja. Frauen, also in was seien Männer besser? Vielleicht. Also, ich finde, das haben wir eh schon einmal gesagt, dass der physische Aspekt. Ja. Stärker. Genau. Sport. Leichter, die Muskelmasse aufbauen. Ja, voll. Das ist halt. Das ist einfach so. Genetisch bedingt. Ja. Das kann man auch nicht. Ja. Ich meine, es gibt richtige Muskelfrauen auch, gell? Natürlich. Das darf man nicht unterschätzen, aber Nein. wenn man jetzt wirklich vom biologischen Aspekt das anschaut. Eben, ich habe jetzt einmal gesehen, dass ein Pärchen. Ein Mann und eine Frau das gleiche Workout machen für eine gewisse Zeit. Mhm. Und der Mann schaut so aufgepumpt aus und die Frau schaut definiert aus, aber halt nicht Sixpack und Bizeps und ja, so. Ja, das weiß man eh schon. Dass, definiert ja, halt. Dass für Frauen schwieriger ist, Muskeln aufzubauen, ja, generell. Ja, ja, eben. Also das auf jeden Fall. Und natürlich die physischen Aspekte, einfach Hüfte breiter,
Gebär. Ja, sowieso. Wir so, sind, ja. Sepp hat das Wort Gebärmaschine. Ja. Wir sind dazu, wir sind dazu erschaffen worden, dass wir, dass in uns was, was wachsen kann. Ja, genau. Das ist eigentlich auch voll der Power-Move. Voll. Ich meine, warum hätten sie uns ausgesucht, wer auch immer das ausgesucht hat, dass wir Kinder gebären können, wenn wir nicht stark waren? Ja. Weil ist das nicht, sagen nicht die Leute, was Kinder gebären, sagen, das seien die schlimmsten Schmerzen überhaupt, das fühlt sich so an, als würdest du sterben. Und manche Typen sagen, dass in den Schritt getreten ja, also kriegen. Die Aussage verstehe ich. Also die Aussage, jeder, der sie nicht kennt, die Typen sagen, manche, dass wenn man in den Schritt getreten kriegt als Typ, dass das schlimmer ist, als ein Baby zu gebären. Und das Ding ist, ich kann es nicht nachempfinden und wäre ja nicht genau, kennen. Genau, ja, das ist das Ding. Du kannst jetzt nicht wissen, wie sich das wirklich für Männer Nein. anfühlt, aber die Männer können auch nicht wissen, aber wie sich das für Frauen was anfühlt. Was ist denn der Durchmesser von einem Kopf, von einem Baby? Eben. Ich kann mir nicht vorstellen. Das da unten dehnt sich mindestens 10 cm aus. Das reißt alles teilweise. Es könnte reißen. Ja, ja. Bei vielen reißt es. Ja. Also... Und was danach alles nachher noch für Komplikationen sein können, ja. Von dem will man gar nicht reden. Eben, also... Und der Schmerz von dem Tritt dauert vielleicht, weiß ich nicht, wie lange an. Ja, schreibt uns, wie lange das andauert. Ja, so, schreibt uns einmal, ob ihr so Kandidaten seid, die glauben das. Ich meine, natürlich tut es weh, in die Weichteile getreten zu werden. Ja, aber... Ich glaube, das ist kein Vergleich. Ich glaube auch nicht. Weil... Und eine Geburt oft einmal dauert ja Stunden. Ja. Kann ja bis zu 10 Stunden lang dauern, wo du durch die Schmerzen mit Wehen musst. Und allem. Ja, ja. Also. Also, ich weiß es nicht. Na, die Aussage ist einfach dumm. Ich finde es dumm. Ja, ich finde es klar tut es weh. Willi hat es nicht, dass jeder da in den Schritt getreten werden soll, weil es ja eh nichts weh tut. Klar tut es weh. Aber... Man muss es nicht mit dem vergleichen. Sucht einen anderen Vergleich. Ich finde das auch ein bisschen doof, dass das Leute mit dem vergleichen. Das fuckt mir ein bisschen ab, aber ich probiere es gleichzeitig zu verstehen. Ich weiß es nicht. Ja, ich lache halt immer allein, weil diskutieren ist sowieso Nein. meistens noch ein ja. Kind man zu nichts. Ja, eh. Aber jede Frau ist richtig heftig. Was unterscheiden Frauen und Männer noch? Die Haut ist dicker bei Männern. Echt? Mm. I didn't know that. Ja, das ist wieder da spricht wieder die Biologin. Ah, okay. Ja, die Haut von Männern ist dicker. Der Zellkörper. Genau. Sag mal das so. Glaub nicht. Der Organismus. Der Organismus des Mannes. Genau, ist dicker wie der Organismus der Frau. Mhm, interesting, okay. Ja, deswegen haben auch oft Frauen meistens einfach Cold. Mhm. Ja. Interesting. Dann mehrere Sachen. Eins vom Stefan Vera, der hat das nämlich gesagt in einem Instagram Reel. Aha. Dass, aber das wissen wir alle, lei unterbewusst, die Körperhaltung. Ja, stimmt. Die Körperhaltung ist komplett anders von Frauen und von Männern. Ja. Oder können wir vielleicht ein anderes Mal tiefer drauf eingehen? Oh. Was heißt das einfach? und dass offiziell bewiesen ist, dass das Schulsystem nicht für Typen oder für Buben gemacht worden ist. Kannst du dich erinnern, zum Beispiel in der Volksschule muss man so oft was ausmalen. Ja. Irgendwas ausmalen, irgendwas malen, keine Ahnung, eine Eule malen und dann ausschneiden. Ja. Alles, was mit diesem Feinmotorik-Dings zu tun hat, ist nichts für Typen. Zum Beispiel uns Mädels macht es ja Spaß. Oh mein Gott, Nathalie, hast du die Lila? Ich hab keine Lila. Können wir tauschen? Du kriegst mein Rosa dafür. Ja. Kennst du das? Ja, klar. So Stifte tauschen in der Schule. So was ist nichts für Typen. Die schaffen das vielleicht 10 Minuten und dann ab die Post. Rennen sie durch die Schule oder durchs Klassenzimmer. Ja. Und ich glaube auch, dass da nochmal der physische Unterschied ist, ist einfach Frauen sind feinmotorischer. Ja, und vielleicht auch kreativer. Ja. Weil, ich meine,
Ja, das kennt man jetzt auch wieder so, weil viele Künstler waren ja auch Männer. Ja. Sehr bekannte Künstler. Aber wenn man halt so mathematisch denkt oder so, ja. Zum Beispiel wenn man jetzt die HTL zum HTL, als Beispiel ja. hernimmt, seien eigentlich fast alle Männer drin. Ja. Ja, ich finde das auch voll witzig, den Vergleich von HTL und zum Beispiel Kunstborg. Ja, ja. Im Kunstborg warst du selber, kannst du selber sagen, wie viele Typen hast du schon in der Klasse gehabt? Einen. Eben, es war ein Typ in deiner Klasse und in der HTL hast du auch Glück, wenn du ein Mädel hast ja. in der Klasse. Ja. Deswegen, da ist auch oder nochmal. So Physik, so Physiker, ja. fallert man jetzt auf die schnelle K-Frau ein. Na. Gibt es 100 Pro, ja. richtig bekannte, aber fällt mir halt auf die Schnelle echt nicht ein. Na. Oder Mathematiker oder so. Ja, aber ich finde generell in diese hohen Felder von Arbeit, mhm. so Doktor und mhm. Physiker und so Psychomenschen, ja. halt so Psychiater oder so, so ja. hohe Tiere in dem Bereich, in dem jeweiligen Bereich, mhm. fallen mir so wenige Frauen ein. Ja, gell? Okay. Oder auch bei Skifahrer denkst du auch eher an Männer als ja, an Frauen. Ja, ja. Bei Sport. Sportler, generell, ah, ja. ja. Ich meine, da haben wir auch wieder den Scheiß. Ja, ist den Scheiß. Physischen Aspekt. Ist ein Scheiß, ja. Aber. Ich meine, es ist ja normal schon, dass Frauensport ein bisschen generell drunter gestuft ja. ist von der Leistung her, würde ja. ich jetzt mal sagen. Aber das wissen wir ja alle, weil es ist einfach eben wegen, wie ja. wir gebaut sein, geht nicht anders. Ja. Aber. Nicht. Hauptsache, es gibt einen eigenen Sport für Frauen. Ja. Im gleichen, Skifahren, Fußball, bla. Ja. Nicht? Eben, und ich finde, da sind wir bei einem Thema, wo ich auf der einen Seite irgendwie traurig bin, aber auf der anderen Seite stolz auf uns Frauen, weil es gibt ein paar Sachen in der Welt, die wir als Frauen erst seit kurzem dürfen. Mhm. Also, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, mhm. die Frauen in der Geschichte noch nicht so lang dürfen wie ja, ja. wie jetzt. Ja. Also das Erste, was mir einfällt, ist, oder was da steht, das ist von humanresourcesmanager.de für jeden, der es noch googeln will. Das Erste ist, Frauen dürfen wählen. Ja, das war natürlich ein sehr großer Schritt. Und das war... Und jetzt halt die fest, das finde ich halt mich so fest am Tisch. In Deutschland ja. am 30. November 1918. Ja, das ist schon hart. 1918. Mhm. Spät. Das ist so spät. Und es gibt natürlich jetzt wieder welche Herse schon, die sagen, seid froh, dass ihr überhaupt wählen dürft. Ja, sei mal. Der Kim mit meinem Hirn der Mittelfinger hoch. ja. Unnötig. Aber so eine Sache sind echt hart, ja. Ja. Ich meine, dass das sowieso vorher nicht gegangen ist, weil... Und was ja nicht. In der Geschichte auch absehbar ist, jede Frau hat irgendein männliches, und was heute noch in manchen Ländern so ist, irgendeine männliche Person im Leben haben müssen, die entscheidet, was sie darf, was sie nicht darf, ob sie arbeiten darf. Mhm. Ob sie arbeiten darf. Ja. Das ist hart, wenn du mal richtig drüber nachdenkst, ist das echt hart. Es ist ja heutzutage, Gott sei Dank. Gott sei Dank normal. Ich meine, in ein paar Dingen, Haushalte ist sicher noch so. Ja. Oder Religionen oder was. Ja. Aber Gott sei Dank haben wir uns da ein bisschen gebessert, weil das ist ja hart. Ja. Oder da steht zum Beispiel, erst seit 1994 ist ein richtiges Recht in Kraft gesetzt worden, dass Stellenausschreibungen sich auch an Frauen richten müssen. 1994! Das ist echt, aber jetzt sage ich dann nur was Härteres. Und zwar Sexualstrafrecht. Ja. Habe ich eigentlich auch nicht gewusst, dass es das gibt. Das Nein heißt Nein. Ja. Was steht bei, ja. Mhm. 2016. Was? Ist das eingeführt worden. Nein heißt nein. 2016. Ja. Das ist nicht einmal das Wort, lass mich zählen. 1, 2, 3, 4, 8, ja. Vor 8 Jahren erst. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Was war das vorher noch an Nein heißt ja oder was ist los? Es ist ja auch so, dass oft, wie soll ich sagen, es ist ja so, dass
voll viele, oder das ja heute noch so ist, dass wenn jemand vergewaltigt wird, dass das nicht so hoch angesehen wird. Ich weiß nicht mehr genau, da gibt es irgendwas. Da kann ich mich auch so extrem aufregen, weil sowas verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Weißt du, wenn du jetzt irgendwo einbrichst, sagen wir mal, kriegst für das 8 Jahre Haft. Ja. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht genau, ist jetzt einfach so. Aber auf jeden Fall kommst du ins Gefängnis. Weil, oh Gott, ist ja so wild, ich habe, weiß ich nicht, einen Schokoriegel geklaut. Und dann kommt sowas, du wirst vergewaltigt. Und dann, ja, es gibt zu wenig Beweise oder es wird so irgendwie so unter den Tisch gekehrt. Ja, das ist ja halt Wahnsinn, immer noch so oder? Was ein Tabuthema. Ist das, was ist denn das für ein Vergleich? Ja, ja, ich finde das ich auch. Echt extrem aufregend. Da glüht in mir auch die Wut. Ja, oder aber ist ja nachvollziehbar, oder? Ich meine, das ist ja jetzt wohl was, was man sagen kann, ja, stimmt, dass das mehr... Dass das einfach... Oder es ist halt, ich finde es halt schon witzig, dass... Ja, nein. Über das kann ich da nicht reden, das passt schon. Aber ich bin grantig. Aber ich bin heute sehr froh, dass ich einen Führerschein habe, weil Frauen dürfen in Deutschland erst seit 1958 Auto fahren. Wow, krass. Krass. Das ist, ich find, also in der DDR ist das, hat man das dann dürfen. Aber das find ich so hart. Wirklich hart. Ja, früher waren halt Leute, ja, du bist Hausfrau, du kochst, putzest und schaust aufs Kind. Arbeiten darfst du nicht. Das war bis 2017 noch so auf unserer Welt, dass Frauen in gewisse Länder nicht Auto fahren haben dürfen. Ja. Darf man es jetzt auf der ganzen Welt? Da bin ich mir nicht mehr sicher, weil mir kommt vor, in manche Länder ändern sich da schnell stimmt, die Regeln. Stimmt, ja, das kann, ja, stimmt. Je nachdem halt, ja. Deswegen kann ich das nicht sagen, was der Stand ist, aber das ist irgendwo 2017 irgendwann einmal aufgehoben worden. Auf jeden Fall verstehe ich nicht, was der Grund ist, dass man Frauen weniger macht oder weniger Freiheit geben will. Ich weiß nicht, was das ändert. Frauen seien die gutmütigsten Lappen, die es überhaupt gibt. Denk an die du hörst mir gerade zu. Du, der da gerade zu hörst. Denk einmal an deine Oma. Wenn das nicht die süßeste... Okay, es gibt sicher Omas, die nicht so süß sein. Aber die meisten Omas sind die süßesten Mäuse der Welt. Ja. Wie gutmütig kann man denn nur sein? Ja. Shoutout an meine Omas. Ich habe euch lieb. Ja, und an meine Oma, die was uns hergeführt hat. Ja. Bei Jana. Ein bisschen eine Krise haben wir gehabt vor dem Podcast. Wurscht. Lass mal das Thema. Ich habe halt eine Krise gehabt, aber jeder kennt das doch. Wer hat keine Krise einmal? Zwischendurch. Aber ich finde genau, das ist auch ein bisschen Frau sein. Dadurch, dass du eine Frau bist, kannst du ganz viele Emotionen fühlen, finde ich. Und das ist das Geile, weil du kannst dich so kacke fühlen, richtig scheiße, aber dafür kannst du dich dann wieder richtig gut fühlen. Ja, zum Beispiel schau mal an, wenn wir die Tage haben, nicht? So, wir könnten richtig krasse Schmerzen haben, aber das muss man an der Person jetzt nicht unbedingt ansehen. Ja. Oder? Ja. Ich bin meistens so, ich habe voll Bauch, aber ich sitze einfach da. Ja. Und ist man halt schon gewöhnt, seitdem man, weiß ich nicht, 11, 12 ist. Ich finde, das ist auch ein ganz interessantes Thema, die Periode. Ja. Für jeden, kein Tabuthema übrigens. Eben, wollte gerade sagen, wenn das für die nur ein Tabuthema ist, über das Rote, was zwischen die Haxen ausfliegt, zu reden. Dann bist du ein Kind. Dann bist du vielleicht, solltest du überlegen, nicht einen Crashkurs in Biologie nochmal machen müssen. Ja. Das ist nämlich nichts eklig, gar nichts. Nein, es ist super normal. Ja, und das ist auch gut, dass du das hast. Also wenn es nicht hast, kann es sein, dass irgendwas nicht passt. Ich finde, über das sollte man auch kurz aufklären. So. Und da kann ich aus meiner eigenen Perspektive reden, weil, klar, ich glaube, jede Frau findet es nicht gerade fein, die Periode zu haben. Ja, manche Frauen, die zum Beispiel unfruchtbar sind und keine Tage haben, die würden es sich wahrscheinlich wünschen, aber es ist immer aus welcher Perspektive du es siehst. Und ich habe ziemlich oft Krämpfe. Ja. Und ich finde auch, Mädels, falls einmal eure Periode ausfällt, geht es zu einem Arzt. Ja. Weil das war bei mir auch, ich habe voll Stress gehabt, habe nicht so viel Stress gegessen. Stress ist ein krasser Faktor. Ich habe
voll Stress gehabt, habe nicht viel gegessen und bin voll viel geflogen mit dem Flugzeug. Und mir sind die Haare ausgefallen. Ich habe früher viel dickere Haare gehabt. Und, aber ich meine, habe immer noch genug, aber halt so. Und das hat echt was damit zu tun. Und bei mir war es dann so, dass ich 3 Wochen meine Tage gehabt habe. Ich habe 3 Wochen lang meine Tage gehabt. Ja, das ist schon hart. Also wenn es länger als eine Woche, sag ich jetzt einmal, ist, sollte man schon abchecken lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil vor allem, wenn man weiß, also wenn es ja unregelmäßig schon immer war, dann ist es, glaube ich, nicht so Stress. Aber bei mir war es immer regelmäßig. Und also Mädels, lasst es checken, falls da was ist. Ja, ist sehr wichtig. Ja. Genau. Letzte Woche war was? Oh mein Gott, auch was und mit genau Frauen. Deswegen machen wir einen Podcast, weil jeder Tag ist International Women's Day. Yeah. Ich meine, eigentlich ja, ist es auf dem 8. März fix gesetzt. Also der war genau vor, letzte Woche halt. Ja. Genau. Und das hat uns inspiriert, über das halt zu reden, weil es ein sehr wichtiges Thema ist und über das kann man eigentlich nicht genug reden. Na, eben. Über Frauen kann man nicht genug reden. Na, Frauen sind super. Frauen sind echt super. Kennst du das Plakat von International Women's Day? Nö. Da gibt es auch so ein Plakat. Das zeige ich dir schnell. Ja. Das ist so orange Hintergrund, also die Flagge. Also da ist so eine Frau drauf mit einem schwarzen Kleid und einer riesigen orangenen Flagge. Und da steht drauf, heraus mit dem Frauenwahlrecht. Und ich lese jetzt einfach das, was sie da recherchiert haben. Dieser Satz war die Hauptforderung der Mütter des Internationalen Frauentags vor über 110 Jahren. Auch wenn das Wahlrecht für Frauen inzwischen in fast allen Ländern der Erde erreicht wurde, ist die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter dennoch weder in Deutschland noch im Rest der Welt Realität. Und deswegen haben sie halt ein Plakat gemacht, um das, wie sagt man denn da, weiterzugeben. Ja. Wurscht. Ja. Dass man es halt überall umpickt und das dann liest und dann draufkommt, super, dass wir jetzt Frauenwahlrecht haben. Ja. Ich finde auch genau das, was du da gerade vorliest, es ist noch nirgends auf der Welt die komplette Gleichberechtigung. Ja. Sollte einfach ein Aufwachen in uns erregen, dass wir wie alle Feministen einfach sein sollten. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Voll. Weil es ist ja eigentlich krass, oder? So viele Jahre dumm Frauen hat dann schon kämpfen dafür, dass sie ein Recht zum Wählen haben. Ja. Und es ist immer noch nicht überall Realität. Ja. Ich meine, natürlich, die ganzen Frauen, wenn man mit denen alle nochmal reden kann, die alle für Wahlrecht sein, würden jetzt denken, wir haben das Wahlrecht, endlich, jetzt sind wir zufrieden, jetzt stoppen wir. Ja. Aber ich finde genau, das ist der falsche Punkt. Weil man muss das, also man sollte einfach weiter tun, bis man das erreicht hat, was man will. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, so ist es. Und wenn man da gute Verbündete findet, ist natürlich umso leichter, wie wenn du allein bist. Ja. Aber da gibt es ja wohl, Gott sei Dank. Ja, genau. Deswegen haben wir schon so weit geschafft. Ja, das ist super. Alle Frauen können an der Stelle stolz auf sich sein. Ja. Und natürlich müssen wir auch drüber reden, Frauen haben auch Power. Auf jeden Fall. Nämlich Frauen haben nicht diese offensichtliche Hau drauf, hau auf den Tisch Power, sondern die seductive, sexy, charming, beautiful Power. Die, ich weiß nicht, wir kennen es. So. Ja, wir kennen es einfach. Ja, und wir haben natürlich, wir können mit Dingen spielen, mit denen Männer nicht spielen können. Wenn das Sinn macht. Es ist klar ein Vorteil oft einmal. Ja. Und dieses Pretty Privilege, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, habe ich gehört. Ja. Ist natürlich ein Ding. Weil Männer finden Frauen attraktiv. Das braucht man nicht verleugnen. Das ist einfach so. Und das will ich ja gar nicht abschreiben. Gar nicht. Ich bin voll, ich liebe es, eine Frau zu sein. Und ich mag auch weiblich sein. Das liebe ich. Ja. Ja? Aber allein, weil man jemanden attraktiv findet, heißt man nicht,
heißt nicht, dass man übergriffig sein muss. Das ist einfach. Das ist keine Einladung. Eben, und das ist einfach ein Grad, der nicht so schwer ist, zu lernen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Na, aber wir hätten uns ja nicht so freizügig ansehen sollen. Das ist dann wieder die typische Aussage. Oh mein Gott, du hast ein Crop Top. Sie hat dann noch gefragt. Ja, so. She asked for it. Ja, genau. Eben, nö. Deswegen aber das Gesetz, was ich davor gesagt habe. Ja, nein heißt nein. erst 2016, ja, das, ja. Ja. Sei man nicht früher drauf gekommen, dass das schlau war. Ja. Ich meine, man muss es ja nicht nein heißt nein nennen, aber egal was es ist trotzdem nein heißt nein. Ja. Auch wenn die Kampagne jetzt so heißt. Ja. Aber auf jeden Fall. Das ist halt auch so ein Thema, mit dem man sich halt als Frau mehr beschäftigt wie als Mann. Zum Beispiel, es gibt so eine Umfrage, wo eine Frau Männer gefragt hat, ob sie sich jemals unwohl fühlen, allein heimzugehen im Dunkeln. Was, eine Frau hat Männer gefragt? Ja, halt auch so eine Interviewerin. Ja, okay, ja. Hat gefragt, ob sie sich unwohl fühlen oder ob sie allein in der Nacht laufen gehen würden. Ja. Kein Mann hat gesagt, er fühlt sich unwohl, allein in der Nacht laufen zu gehen. Ja, klar. Und jede Frau hat gesagt, sie fühlt sich unwohl, ja, das in ist der traurig. Nacht laufen zu gehen. Das ist echt traurig, ist aber leider die Wahrheit. Ja. Und? Ich meine, man will jetzt natürlich nicht sagen, dass Männern sowas nicht passieren kann. Natürlich kann es Männern sicher passieren. Sicher passiert, aber im Gegensatz zu wie oft Frauen passiert ist schon. Ja. Und wenn wir jetzt wieder die physischen Sachen vergleichen, hat halt ein Mann viel mehr Kraft gegen einen Angreifer wie jetzt eine Frau. Ja, eben. So ist es einfach. Und da kann man auch nichts ändern. Nein. Aber genau, die Themen sind halt, finde ich, ganz interessant, weil... Und auch wichtig anzusprechen, weil es gibt ja so viele Sachen schon, wie sich Frauen verteidigen können. Mhm. Auch Männer natürlich. Ja, aber ich finde halt auch, als Frau wird dir das schon immer beigebracht. Ja. Pass auf. Ja, stimmt. Zieh dich nicht zu freizügig an. Da darfst du nicht in der Nacht gehen. Ich hol dich ab, weil da bist du nicht sicher. Mhm. Oder halt deine Hand über deinen Drink. Ja, das auch. Damit niemand was einmischen kann. Ja. Dass wir uns über das Sorgen machen müssen, ist so traurig. Das aber ist es ist traurig. Immer nur die Realität. Und ich kenne mindestens, und ich bin mir sicher, jeder von euch kennt mindestens eine Freundin, der schon was eingemischt worden ist. Du kennst sicher auch wen, oder? Ja, mich. An dir ist es passiert? Mir ist es passiert. Ja, dann kenne ich schon mehr als 4 Freundinnen. Und das ist echt nicht spaßig. Nein. Da weißt du nichts mehr. Da kann jeder mit dir tun, was er will. Mhm. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Und an der Stelle ist sicher auch wichtig, über Prevention von sowas zu reden. Ja, da gibt es nämlich schon mehrere Sachen. Ja. Ich habe einmal gesehen, so ein Armbandel. Genau, was du über einen Drink stülpen kannst. Ah ja, das gibt's auch. Ja, ach so, hast du das, was so als Scrunchie ausschaut. Ja, schaut aus wie ein Scrunchie und du stülpst über das Dings drüber und durch den Strohhalm ein. Ja, genau. Und natürlich ist es schwer, Tropfen, probier mal Augentropfen in einen Strohhalm ein zu tropfen. Ja, nein, das geht nicht so leicht. Und das wird auch, Party. Das dauert auch länger und das wird noch auffallen. Natürlich, Aber was ich gesehen habe, sind so, ich denke, das sind aufs Papier so wie so Festival-Armbandeln oder was halt kriegst du, wenn du in den Club gehst. Und da ist so ein Kreis drauf und nachher durch den Finger in dein Getränk und so einen kleinen Tropfen auf das Armbandel. Ja. Und wenn das eine gewisse Farbe annimmt, dann ist was drin. Ah ja. Ja, das ist auch cool. Ja. Und genau das Gleiche habe ich auch gesehen mit Nagellack. Es gibt anscheinend einen Nagellack, der ist weiß. Mhm. Den steckst du dann, also deine Finger steckst du ins Getränk und wenn deine Nägel lila werden, ist halt was drin. Das ist auch krass. Ja, also ich finde das immer wichtig. Natürlich muss man über Probleme und Angst reden und Sachen, die Gefahren darstellen, aber man muss dann auch über Lösungen reden und da haben wir 3 ganz gute Lösungen. Könnt ihr mal reinschauen, wenn es euch oder interessiert. Einfach auch das Glas nie aus die Augen lassen und wenn einmal aufs Klo geht oder so, einer Person, denen ist wirklich vertraut, das Getränk geben, dass die darauf aufpasst. Ja. Vor allem finde ich eins so Kleinstadt-Bars, wo man sich denkt, ich kenne ja eh jeden und meine Oma. Ja, ja. So, da lasse ich es dann stehen. Ja, nein. Und dann... Du warst nie. Es gibt es überall. Ja, überall. Schlingel gibt es überall. Überall, ja, überall. Jedes Land hat Schlingel. Ja. Ja. Nicht nur eine, nicht nur 2. Nein, nein, nein. Vielleicht auch mal 3. Ja. Ja, genau.
Genau. So ist es. Nein, wirklich. Ja. Ich finde voll. Mich fuckt es zwar immer ab, dass man sich über so viel Sorgen machen muss, aber... Ja, leider ist das in der Welt heutzutage auch so. Ja. Und ich denke auch nicht, dass das sich bessert. Nein. Also hätte das mit den, zum Beispiel ins Trink, ins Getränk einmischen oder so. Mhm. Weil das ist schon zu oft passiert, wo keiner erwischt worden ist. Ja, eben. Nein, ich finde auch, ich finde das so, das Thema, ich fühle mich selber so oft irgendwie berührt von dem Thema, aber gleichzeitig probiere ich ja die Perspektive von anderen zu sehen und deswegen will ich auch sagen, ich will nicht sagen, dass Männer sowas nie passiert. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. So. Klar kann es passieren. Ja. Frauen können genauso Arschlöcher sein. Genau. Ja. Jetzt habe ich das Wort gesagt. Ja, du hast das Wort gesagt. Ja, ist so. Ja. Leider, weil es uns öfter passiert, heißt es nicht, dass es Männern nicht passiert. Ja. Und die können ja die gleichen Mittel verwenden. Ich meine, so ist ja nicht. Ja. Das hat ja jetzt nicht. Das ist ja Unisex. Ja, voll. Aber es ist halt so: not every man, but if it happens, it's a man. So. Mostly, yes. Mostly. You know? Ja. Also, das hört man voll oft so auf TikTok und auf Reels und so. Ja, aber ist das so, oder? Nicht jeder Mann, nein. Aber meistens ist es ein Mann, ja. Der was macht. Ja. So. Und das ist ja das Ding. Überleg da mal, wenn du gerade ein Mann bist und dir das anhörst, finde ich das echt cool von dir. Also an der Stelle Props, ja, an die. Ja. Aber stell dir vor, du hast eine Tochter oder eine Schwester. Das ist immer ein guter Vergleich. Schon, stell dir vor, das war deine Tochter. Ja. Und du bist jetzt Angst haben, dass der irgendwas deine passiert. Deine Tochter am Abend. Oder dein Sohn. Ja, genau. Es gibt ja, es ist ja voll oft die Meinung so von Typen, mein Sohn muss voll der krasse Rizzler werden. Und mein Rizzler, oh mein Gott. Und meine Tochter muss heilig sein, ja, und Schach spielen. Schach. Ja, heilig. Zum Beispiel. Ja. Ja, halt so. Ja, ja, nein, ich oder gescheit sein oder, ja, ja, nichts tun und brav sein. Und brav, ja. Ja, brav, ja, genau. Ja. Und das finde ich halt, also, warum muss das so sein? Ja, ist, ja. Verstehe ich nicht. Nein. Und dann merkt man ja wieder, also du jetzt als Papa oder als Bruder in dem Fall, dass du Angst um die Mädels hast, weil du weißt, wie Typen sein können. So ist es. Das sagt wieder viel über die aus, ja. Es ist aber so. Ja. Wie oft hat man das schon gelesen und wie oft hat es schon der Wahrheit entsprochen? Ja, ja. Ist aber so. Ja, es ist die traurige Wahrheit. Wahrheit. Aber ist oft ist die Wahrheit halt nicht schön. Mm-mm. Aber so, aber ist es. Warum sagen dann viele Männer, ja, mir war lieber, mein Mädel bleibt, also meine Tochter bleibt daheim oder meine Schwester bleibt daheim, ich hole sie immer ab, ich führe sie überall hin. Warum? Vor was habt ihr Angst? Ja, vor euersgleichen. Ja. War das Deutsch? Weiß ich nicht. Vor euersgleichen. Keine Ahnung. Vor, ja, den Männern. Ich verstehe es schon. Ja. Ja. Aber ja, das ist anscheinend, weiß nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber... Ich weiß es auch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon so gewisse... Vielleicht ist das irgendwas, was im Gehirn ist, von Männern jetzt zum Beispiel, ja, dass sie superior sein. Ja, und drüber. Drüber, ja. Und dass sie tun können, was sie wollen. Ja. Weil ich habe mal gelesen, so... Da ist jetzt ein Bärchen und die haben so Playfighting gemacht, wahrscheinlich so spielerisch gerauft, gekämpft. Spielerisch gerauft. Spielerisch gerauft. Und dann hat halt der Bursche oder der Mann sie auf den Boden gedruckt oder weiß ich nicht, halt spielerisch alles. Ja. Und sie in dem Moment realisiert, boah, wenn er jetzt willert, kann halt er mich so festhalten, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewegen, ja, kann und so. Ja. Das ist schon gruselig, wenn man das... Mhm. Aber ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich, ja, finde, ich weiß genau, was du meinst. Auf jeden Fall, ich weiß, was... Vielleicht finden Männer dann Typen, sie haben die Oberhand und fühlen sich dann, als ob sie mehr Kraft hätten oder, ja, mehr Power über die, ja, oder die beeinflussen, ja, können. Genau. Aber so wirklich... Weiß ich auch nicht, wie das, nein, läuft. Ich weiß auch nicht, wie das läuft. Aber es sind allerlei Spekulationen. Es sind halt so Beobachtungen, die man so sieht und man sich so, ja, denkt, warum machst du das gerade? Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, jede Frau kann stolz sein, eine Frau zu sein, und jeder Mann, der eine Frau hat, der eine Schwester hat, der Mama hat, Oma hat, Kinder hat, seid stolz auf Männer und Frauen und so behandelt es auch gleich. Ja. Und sag's auch zu euren Kindern, zu vor allem zu den Männern, das macht's. Ich glaube, mein Hirn überschlägt mich gerade komplett. Also, ich habe gelesen, dass es am besten hilft, weil voll viele Eltern sind ja verzweifelt. So wie es gerade ist. Dass zum Beispiel die neue Generation von Mädchen und die neue Generation von Typen genau diesen Stigmata sein, also ausleben. Mhm. Und das Wichtigste eigentlich, habe ich halt gelesen, dass man das vermeidet, dass zum Beispiel Typen sagen, blöd nicht wie ein Mädel, oder Mädchen sagen, oh mein Gott, ich bin so schwach, ich kann nichts, zum Beispiel. Ja. Weil Frauen kennen alles, wenn sie wollen. Ja. Du musst nur wählen, das ist eh bei allem so. Ja. Auf jeden Fall. ist es einfach wichtig, das Selbstbewusstsein vom Kind einfach zu stärken. Weil wenn du als Papa sagst, hey, als Mann blärt man nicht, sagt es ja nur, Klar. Dass du kein Selbstbewusstsein hast, Ja. Weil du dich selber nicht weinen lässt. Ja. Weil es, wenn jemand voll weinen kann, wenn er muss, zeigt es ja auch von voll viel Selbstbewusstsein. Es hat sehr viel immer mit der Erziehung zu tun. Ja. So, wenn du von Anfang an schon so erzogen wärst, dann ist es späterhin auch schwierig, das wieder abzudingsen. Weil deine Eltern sind ja von den meisten, nehmen wir mal an, schon so Vorbilder, überhaupt am Anfang von Klar. deinem Leben. Ja. Und dann willst du halt auch genauso sein wie die, weil was anderes kennst du nachher nicht. Mhm. Und die ersten Jahre sind ja die wichtigsten Entwicklungsjahre überhaupt. Eben. Und wenn man zum Beispiel, was mir oft einmal gesagt worden ist, ich ein Kind war so, weil ich ziemlich wild war, ich bin umgerannt und war wild, dann ist mir manchmal gesagt worden, sei nicht wie ein Bub, du bist kein Bub. Oder zum Beispiel, ich habe oft einmal so Röcke angehabt und dann sieht man die Unterhose halt als Kind und dann war so, du hast eine Fierstzamp, man sieht durch so. Ja. Und es sind so Sachen, es ist voll schwierig, das besser zu machen. Ich weiß halt nicht, wie man es besser macht, so. Weil klar will man nicht, dass alle Leute deine Unterhose sehen als Kind. Ja. Aber das als Beispiel zu nehmen, ist einfach nur falsch. Weißt du, was ich meine? Ja. Zu sagen, sei nicht wie ein Bub. Voll. Na, oft einmal auch, was man angezogen hat oder so. Wenn man jetzt an einem Tag lieber, weiß ich nicht, lockere Sachen oder eine Hose oder irgendwas angezogen hat, dann gleich so, warum ziehst du dich so bubisch an? Ja, so männlich. Ja. Und dann denkt man sich so, ist ja wurscht. Ja. Genau das ist halt der Punkt, gell? Ich habe auch so Tage, wo ich es liebend gern ein Crop-Top anhabe, wo ich liebend gern fraulich ausschaue, liebend gern. Aber ich habe echt meine Baggy-Jeans und Hoodie-Tage, wo es mir scheißegal ist, ob man irgendwas von meinem Körper sieht. Weil es einfach gemütlich ist und man trägt die Kleidung, in der man sich wohlfühlt und nicht, also wie sagt man immer so schön, die Kleidung soll nicht die tragen, sondern du sollst die Kleidung tragen. Ja. Genau das ist das Thema. Ja. Und ich finde, über die Kleidung und so sollten wir nächste Woche reden. Auf jeden Fall, voll. Auf jeden Fall finde ich auch, dass zum Beispiel so ein Baggy Jean ist ja voll modern. So Streetwear ist so modern. So viele neue Fashion Brands, die jede Woche rauskommen, so coole Sachen und so gemütlich, was ja cool ist, wenn ein Style oder ein Trend einmal gemütlich ist. Total. Und deswegen, es gibt ja so viele Typen, die sagen, oh mein Gott, Baggy Jeans bei Mädels ist so hässlich, weil das sieht man ja nichts und bla bla bla. Wer zieht sich für einen anderen Mensch an? Das ist sowieso viele Frauen. Leider. Klar. Aber eigentlich solltest du dich für dich selbst anziehen. Genau das ist ein Punkt, den man euch sagen kann. Ich meine, klar, du kannst dich gern einmal fescher anziehen für deinen Partner oder was. Es spricht dir nichts dagegen. Ja. Aber du sollst dich nicht komplett verändern, nur weil jetzt jemand anderes das von dir erwartet. Deswegen, Kim, jetzt mein persönlicher Tipp des Tages. Jetzt werden wir besser mit den Knöpfen. Ja, voll. Probier mal morgen. Egal. Ein Selbstexperiment. Ja, morgen spannend. Ist der Tag der Tage. Aha, ja. Wirklich das anzuziehen, was du nur anziehst,
wegen Komfort und weil du dich wohlfühlst. Ohne irgendein Stigma da zu erfüllen, ohne, weil ich habe oft, okay, ich will jetzt nicht im Schlabber-Jogginganzug zur Arbeit gehen. Mhm. Das interessiert mich nicht so. Aber manchmal habe ich halt nicht Bock, eine Jeans anzuziehen. Wir wissen alle, wir wissen, Jeans sind einfach ekelig. Ich finde es teilweise so unangenehm, eine Jeans anzuhaben. Ja, so. Weil es halt nichts nachgibt. Es ist ein komplett steifer Stoff. Ja, und es ist eigentlich voll unnatürlich, das anzuhaben. Mhm. So. Aber manchmal fühle ich es, manchmal nicht. Und genau das ist mein Tipp. Zieh einmal morgen genau das an, was du fühlst. Scheiß drauf, ob der Jonas aus der 7B die anschaut. Weil ich weiß, ich kenne die Phase selber. Du kennst einen Jonas aus der 7B, wer war das? Ich weiß nicht, wer der Jonas ist. Shoutout. Shoutout an den Jonas. Aus der 7B. Gib sicher an. Wahrscheinlich. Den hast du gerade richtig geroastet. Nein, eben nicht, weil es ja ein Mädchen gibt, das sich nur für ihn anzieht. Ah. Verstehst du? Also zieh die nicht für den Jonas aus der 7B an. Ich bin gerade richtig groß von. Vielleicht hast du wirklich von einem Jonas geredet, den du kennst. Deswegen bist du jetzt so rot. Oh Scheiße, das war ja echt. Nein, ich kenn Jonas. Vor allem nicht aus der 7B. Ich gehe nicht mehr Schule. Okay. Auf jeden Fall. Probier mal. So, und ich finde auch, das stärkt dann auch wieder das Selbstbewusstsein, einmal wirklich nur das anziehen, was man Bock hat. Ja, mir kommt nämlich auch vor, wenn du dich in deiner Kleidung wohlfühlst, dann bist du ja gleich viel selbstbewusster. Genau. Weil wenn du jetzt zum Beispiel voll ein enges, krasses Kleid anhast, was durchaus schön ausschaut, aber du fühlst dich nicht wohl. Sieht dann, man. Ja, dann kommst du oft so daher wie so ein Stock oder keine Ahnung. So steif und nicht locker. Ja, sieht man sofort. Ja, sieht man sofort. Aber das Ding ist halt, seid einfach netter auch zu euren Mitmenschen. Weil mir kommt oft vor, wenn jemand zu mir sagt, boah, a skinny jeans steht da viel besser, was mir schon oft gesagt worden ist. Echt? Das hat mich so beeinflusst, weil entweder ich rebelliere dann und suche mal die Baggy-Hose, die ich habe, also die Hyper-Baggy-Hose. Hyper! Ja. Die Hyper. Ich such mal die hyperste Hyper-Baggy-Hose. Aha. Oder ich ziehe dann nur mehr Skinny Jeans an, weil ich der Person gefallen will. Ja. Und das ist falsch. Das ist falsch, ja. Weil du entsprichst dann ja nicht mehr dir selber, wenn du es nur wegen wem anders machst. Und ich fühle mich so oft beeinflusst von dem. Vielleicht bin ich einfach fucking basic bitch. Weiß ich nicht. Bin ich eigentlich nicht. Aber wenn vor allem, oder wenn dir jemand sagt, oh mein Gott, deine Haare schauen voll gut aus, zusammengebunden, mir gefällt es viel besser, wie wenn du sie offen hast. Das beeinflusst Anja auch. Ja, diese Wertungen sind kacke, die kann man einfach weglassen. Ja. Sag einfach, die Zürich Haare stehen da echt gut. Ja, Punkt. Den Rest lass es weg. Lass weg. Das kannst du ja denken von mir aus. Ja. Wurscht. Aber du musst es nicht immer aussprechen. Das interessiert keinen. Die ganzen Sachen, und das ist auch eher so ein Frauenproblem. Gib mir vor. Ja. Und das beeinflusst mich so, und ich krieg da immer so einen Hass. So einen Hass. Oder wenn jemand sagt, ma, heute bist du aber schön geschminkt, aber sonst schaust du immer relativ miert aus. Ja, voll, das ist bei mir auch so. Wenn ich einmal ungeschminkt gehe, plötzlich sagen sie, geht's dir wohl gut, du bist so blass. Schaust ganz krank aus, dann denke ich mir, wow, okay, genau. Das nächste Mal gehe ich nicht mehr ungeschminkt lassen. Bitte lass das. Ja, einfach nichts kommentieren. Es ist nicht so mit schwer, einfach einmal seine Klappe zu halten. Du kannst kommentieren, wenn es was Positives ist, einfach sagen, hey, heute schaust du gut aus, Punkt. Ja. Oder, aber nicht werten. Werten ist, ich hasse. Behalte es für dich selbst. Ja, ich bin nicht wertfrei. Ich bin die Judges. Judge. Judge. So, in meinem Hirn. Viel. Ja, im Gehirn ist ja nur ich wurscht. Judge. Aber das, was du dann wirklich sagst, kann Leute voll beeinflussen. Und ich will nicht sagen, dass ich der totale Apostel bin und noch nie irgendwas Falsches gesagt habe. Gar nicht. Mhm. Aber mir fällt es auf, wie mir das wehtut. Und voll. Yeah. Kann man zu die Fragen? Es ist soweit. Wir gehen zu die Fragen. Ein Applaus für die Fragen. Und die haben wir schon wieder keinen Überblick. Ja, nicht. Heute sind wir im gleichen Boot. Cheers. Cheers. Darauf.
Wir trinken Wasser übrigens, ja, ganz gesund. No, gesunden no wine. Wasser, no wine. Das ist purer Wodka. Wir okay. trinken puren Wodka. Let me think. Was muss ich zuerst fragen? Oder wer ist denn I lost track of time. Ja, ehrlich gesagt, heute war ich so drauf und drüber. Heute ist das drüber und drunter gegangen. Drauf und drüber. Drauf und drüber. Drüber und drunter gegangen vor dem Podcast. Ja, es ist halt echt, ich bin auch. Und es ist spät. Es ist echt spät. Aber deswegen, deswegen die Fragerunde. Und eigentlich haben wir uns da ja immer voll viel Druck gemacht, eine Frage zu finden, die zum nächsten Thema passt. Aber die Fragen sind nur dafür da, dass ihr uns besser kennenlernt. Genau. Deswegen meine Frage an die ist, was ist zurzeit dein favorite Style? So bezogen auf Classic, so mit Anzugmäßig oder Street Style mit mehr Baggy. Okay, da habe ich, oh mein Gott, da habe ich Meinungen. Also ich lieb eine gute, weite, bodenlange, schwarze Hose. Bodenlang ist sehr wichtig, überhaupt, weil wir beide groß sind. Wir sind beide ziemlich ähnlich und, groß. Also, ja. Und man findet sehr, sehr, sehr schwer eine gute Hose. Sowieso. Das heißt, wenn ich einmal eine Hose finde, kaufe ich gleich vier davon, mindestens vier. Ja. Kann die Nathalie bestätigen. Ja. Und genau deswegen, ich finde, wenn man eine gute, schwarze, lange Hose hat, kannst du alles damit machen. Du kannst ein bisschen classier ausschauen mit einem voll, weiß, mit den Accessoires. Mit einem normalen schwarzen engen Leibel, so wie du es gerade anhast. Oder wenn du einen baggy Hoodie anhast, machst du halt ein bisschen lässiger, dann ziehst du vielleicht ein paar Sneaker an. Es kommt halt drauf an, wie du deine Frisur machst. Aber mein Lieblingsstyle, das war ja deine Frage, sind immer Jacken. Ich liebe Jacken. Aha. Über alles. Ich liebe Lederjacken, ich liebe so buntere Jacken, ich liebe Übergangsjacken, ich liebe Bomberjacken, ich liebe Trenchcoats. Trenchcoats sind sehr cool, ja. Ja, die kennen, also Jacken kennen deinen Style sicher auch voll aufwerten. Ja, genau. Also das ist mein Lieblingstrend. Oder das Ding ist, ich liebe es, wandelbar zu bleiben und ich mag mich auf nichts festlegen. Mhm. Deswegen kann ich gerade nicht einen Style sagen, aber mein Lieblingsding sind einfach Jacken, weil du alles draus machen kannst. Du kannst fancy ausschauen, du kannst badass ausschauen. Genau. Interesting, finde ich cool. Also ist Sommer nicht so gut für die. Nein, eben. Wenn's zu hot ist. Genau, das ist der Punkt. Ich liebe Jacken. Das heißt, ich liebe die Übergangszeit. Ja. Genau, deswegen, okay, Nathalie. Wie, das, okay, vielleicht reden wir nächste Woche über Style. Ja, fix. Das wäre, ich glaube, das ist ein gutes Thema. Das haben wir jetzt von selber irgendwie so eingeleitet. Ja, schon irgendwie. Deswegen meine Frage, wie findest du Outfits? Weil voll viele haben, oder wie baust du deinen Style zusammen? Weil voll viele sagen ja, ich habe nichts zum Anziehen. Also Frauenprobleme. Ja, das sage ich auch sehr oft. Ja. Ganze Kleiderschrank ist voll und dann sagt man, ich habe nichts zum Anziehen. Es Third World Problems. Ja, brutal. First, nicht third. Oh mein Gott. Dritte Welt. Dritte Welt. Wo bist du? Oh mein Gott. Ich rede mich so du wieder. Du bist halt schon durch. Nein, ich bin echt durch. Also, das Erste, nachdem ich greife, sind meistens Baggy Jeans mit einem engen Oberteil. Ja, same. Das ist eigentlich das, was ich so little, jeden Tag anziehe. Little top, big bottom. Genau, ja. Es passt einfach gut. Ja. Obwohl ich auch sehr gern so Anzugshosen zurzeit habe. Weil es ja einfach, was jetzt, sie sind voll gemütlich, wenn du so Stoff an hast. Ja. Und aber nicht die eng anliegenden, sondern schon weitere, flowy, so. Finde ich schon nice. Ja. Und im Moment halt einfach enge Oberteile, generell enge. Oder halt richtig baggy Hoodies. Ja, genau. Nichts dazwischen. Ist bei mir auch komplett gleich. Wenn Hoodie und baggy, eng ist ein No-Go. Nein, eng ist ein No-Go bei Hoodie. Ich hasse es auch. Ja. Und ich finde vor allem, wenn man eine größere Oberweite hat, so wie ich, dann schauen so Mitteldings richtig scheiße aus. Das macht es viel größer und das schaut so klumpig aus. Unvorteilhaft. Und eben, wenn sie dann richtig baggy sind, dann fallen sie wieder. Genau. Und wenn es eng ist, dann passt sie. Ja. Genau. Und ich finde, wir haben da eh voll einen ähnlichen Style, deswegen war meine Frage da voll irrelevant. Ja. Weil vor allem die, wenn die Nathalie und ich beim uns sehen, schauen wir meistens ähnlich aus. Ja. Heute nicht, weil ich
absolut im Stress war. Ist aber wirklich witzig, ja. Also wir sehen uns, da sind wir ganz ähnlich und uns gefallen auch ähnliche Sachen. Ja, genau. We are the same. Ja, nur blond und brown. Ja, fein. Heute haben wir über ein sehr wichtiges Thema geredet. Ich hoffe, es hast du es mitgenommen für die, was noch nicht so für Feminismus waren. Keine Ahnung. Ja. Be a feminist. Genau. Auch als Mann. Bussis. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wenn es wieder heißt. The Girls. Ah, Perspektive. Ciao.